Zu einem neuen Stream. Ich werde ja schon die ganze Zeit von außen beschossen, ne? Das regt mich übelst auf, Alter, diese Sounds, ne? Ohne Witz, das geht ja gar nicht. So, ich mache mir jetzt erstmal eine Spitzhacke. Natürlich aus Holz. Aber ja, ich muss ja unbedingt weg aus diesem Nether. Alter, das regt mich ja übelst auf. Ich gehe jetzt einfach raus. So. Ey, das ist ja schlimm, ne? Da wirst du ja nur hier beballert und hörst das die ganze Zeit. Alter, ist ja, geht gar nicht. Okay, ja, was machen wir jetzt? Ich möchte mich ein bisschen fortbewegen. Ich möchte diesen Stream nutzen, um die andere Stadt zu finden. Und ich hoffe mal, dass mir das gelingt. Ich will jetzt auch nicht nur daran mich ewig aufhalten. Deswegen, ja, mal gucken, wie es wird. Und ich werde auch nicht lange streamen, also... Oh, nein! Och, yo! Genau! Wo war ich denn jetzt? Ach, scheiße! Oh. Oh, ist das ein Müll! Aber, ja, gut, der Waypoint wird ja... Genau, da muss ich jetzt die Koordinaten nicht raussuchen. Aber hätte ich jetzt auch noch hingekriegt zur Not. Oh, Mann. Wieso leckt das so? Ohne Witz. Ich muss jetzt erstmal wieder ins Portal. Da brauche ich was zu essen. Nehme ich mir mit. Das ist eigentlich immer die Hauptsache. Damit du regenerieren kannst, einfach nur. Toll, ey. Ich war froh, dass ich jetzt schon eine Weile lang keinen Tod gesammelt habe, weißt du? Und jetzt lädt das vielleicht wieder eine Minute. Ist doch manchmal alles so dämlich. Ne, jetzt geht's. Okay. Ja, wo muss ich hin? Ah, da. Okay, gut. Wo bin ich denn da lang gelaufen? Ich glaube, ach ja, hier. Okay, ja, wo bin ich ja von den Koordinaten? Minus 130 und minus 50. Okay. Ich weiß aber absolut nicht, wo die anderen Portale sein müssen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ah, dass ich schon wieder so weit gereist bin, gell, ist auch krass. So, wie bin ich denn vorhin gelaufen? Muss ich mich kurz erinnern. Ich habe da jetzt schon ein bisschen aufgenommen, weißt du, bin hier so lang. Okay. Aber hier bin ich definitiv nicht vorbeigekommen. Ja, scheiße, Mann. Sackgasse. Super. Muss ich oben lang. Aber ich kann jetzt ja auch nicht ewig warten, denn die Items, die spawnen ja. Deswegen muss ich einen sicheren Weg nehmen. Ja, komm, schieß mich doch ab, ey. Aber bitte auch so, dass ich dich wieder treffe. Critical, ja, wow. Das bringt mir sehr viel. Ach ja, genau. Ey, so ein Scheiß, ne? Vor allem hatte ich jetzt extra eine Rüstung seit einer Weile, damit ich nicht so viel Schaden kriege hier von der Scheiße. Ist ja immer übel. Ja, genau, jetzt triff bitte nicht die Piglins. Alter, ich glaube, ich bin hier oben lang. Na gut, so einen Block kann ich mal abbauen, das kann man mal ertragen. Gravel wäre mal gerade ganz hilfreich oder so, weil es hätte einfach einen Block, den man gut abbauen kann hier. So, 60 Meter gleich noch. Warum auch immer ich 60 sage, wenn da 80 steht, aber egal. Ah, hier bin ich ja lang, lol. Als ob ich genau den Block wieder gefunden habe. Oh nein. So, jetzt muss ich nur noch sicher irgendwie einigermaßen... Ah. Gut, dass ich jetzt hier direkten Zugang habe. Das war nämlich meine nächste Befürchtung, dass das nicht gegeben sein wird. Oh nein, jetzt ist ja das Zeug verbrannt. Junge, jetzt verbrennt alles. Hä? Wie? Wieso habe ich jetzt noch gebrannt? Oh, das kotzt mich an. Ich laufe extra dahin.
Soll ich mir jetzt wieder eine Rüstung machen? Oh nein, jetzt ist die ganze Scheiße verbrannt. Ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock mehr. Mann, wenn ich nur einfach in Game Mode gehen könnte, weißt du, dann könnte ich hier mich bewegen zu den scheiß anderen Städten und zeigen, wie der Fortschritt da ist. Das ist doch eigentlich alles, was ich will. Ich will doch hier nicht so eine Tortur auf mich nehmen. Es muss doch eine ordentliche Reisemöglichkeit zu den scheiß anderen Städten geben. Das kann doch nicht sein. Mann, wieso kann ich denn nicht craften? Was ist denn das? Junge. Jetzt habe ich mir auch noch zwei Chestplates gemacht. Ich glaub's nicht. Ey. Kotzt mich das an? Ja, das ist mir jetzt auch egal. Da habe ich eben nur drei Rüstungsteile. Ich mache jetzt nicht noch was. Ich gehe jetzt sofort da rein. Ich habe keinen Bock mehr, ey. Ganz ehrlich, ich habe die ganzen Items aufgesammelt und direkt verbrennen die. Das ist doch nicht euer Ernst. Ohne Witz. Ey. Was ist denn das für ein Wahnsinn? So eine Scheiße, ey. Genau an der scheißgleichen Stelle wieder gestorben. Genau. Wisst ihr, wenn das wenigstens jetzt, keine Ahnung, 100 Blöcke weiter gewesen wäre. Aber so ist es ja noch dümmer. Junge, Junge, Junge. Wo muss ich denn jetzt lang? Hier. Oder was? Mann. Hier kannst du ja auch nicht ordentlich sprinten. Jetzt habe ich auch kein Essen diesmal. Jetzt muss ich also mich wirklich beeilen. Aber warum habe ich die Blöcke vorhin hier nicht gesehen? Hä, nee, ich bin auch woanders lang, gell? Hä? Wie viel ist es denn jetzt noch? 60 Meter. Ach, hier. Mann, das sieht immer von da oben so anders aus, weißt du, als wäre das eine ganz andere Stelle. Ja, wow, warum springe ich nochmal hoch, damit ich mehr Schaden kriege? Ich weiß es nicht. Ja, toll, jetzt bin ich ja auch noch so gelaufen. Ja, wow, jetzt sind natürlich keine Viecher da, aber dafür sind die ganzen Scheiß-Items weg, oder was? Oder? Nee, sind sie nicht, gell? Ah, zum Glück. Ist hier irgendwas? Nee. Ja doch, die Stiefel hätte ich ja behalten können. Die brauche ich ja. Ah, die andere Rüstung. Na komm, ich nehme sie mit als Ersatz natürlich. Da werfen wir hier den Kram weg. So. Wird natürlich alles noch genutzt, ne? Ich will ja ein bisschen dankbar sein, dass ich auch meine Items überhaupt wiedergekommen habe. So, da haben wir das. Alter, so unnötige Aktionen jetzt. Ah, beide Tote. Ja, so kann man natürlich auch wieder 8 Minuten verschwenden vom Stream. Oh ja, genau. Wo bin ich denn jetzt, hä? Wieso finde ich denn diesen scheiß Weg nicht? Ach, das ist doch schon wieder alles dumm. Ich will einfach nur zurück. Diesen Pfad da, wo ich oben lang bin bei dem Soul Sand. Ach, hier. Junge, ist das wieder schwer zu finden, ne? Jetzt wird erstmal was gegessen. Jetzt habe ich ja wieder was, zum Glück. Vor allem sollte ich nicht in die Lava fallen oder so eine Scheiße. Oh ja, genau. Ich hoffe nur, der trifft nicht die Pigmen, gell? Das wäre das größte Problem. Warum trifft man die eigentlich nie? So ein dummer Müll, ne? Man kann die schon zurückschlagen. Endlich. Ganz ehrlich. Wahrscheinlich ist die Gasträne verbrannt oder so. Ah, nee. Nice. Muss ich erstmal hier was wegwerfen. Und das sollte ich mal in die Hotbar tun. Ah ja, ich kann ja auch noch die Offhand nutzen, genau. Ah, vielleicht nicht mit Fackeln, denn da setzt man die manchmal aus Versehen. Achso, hier sind ja jetzt so Teile.
Das ist natürlich auch unangenehm. Wo muss ich denn hin? Überhaupt. Wo bin ich hergekommen? Irgendwo da unten, gell? Hier, ja. Okay. Ich weiß halt nicht, in welche Richtung ich muss. Ja. Ich habe das komplett vergessen. Denn in der Folge, also die Folge, wo ich bei Battlecrafter war, in der Stadt, die habe ich halt auch noch nicht geschnitten und naja. Aber theoretisch müssten wir ja nur zu 0-0 und dort ein Portal aufbauen, gell? Das wäre ja das Einzige, was wir brauchen in der Situation. Ich glaube, ich gehe erstmal zurück zu dem Portal, wenn ich das finde. Wo war denn das? Das war doch bei minus 30, gell? Und irgendwie, na gut, die X-Koordinate weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Geht zufällig hier lang? Ja, tatsächlich, lol. Als ob. Da kann ich gleich mal hier vorne eine Fackel setzen. Irgendwie, dass man das erkennt von da hinten. Und dann hier hoch. Können wir hier noch ein bisschen ausleuchten. So, dann rein da. Okay. Da brauche ich erstmal Obsidian. Ich hoffe mal, Shandy hat welches. Dann baue ich mir bei 0-0 ein Portal und von da aus komme ich ja in alle anderen Richtungen. Muss ich natürlich dann für den Rückweg mir noch was ausdenken. Aber das werde ich schon sehen. So, jetzt haben wir hier ein Netherbrick. Okay, ich mache es mal zu. Hier ist noch Obsidian. Aha, kriege ich direkt ein Achievement. Ja, ist ja auch wieder alles doppelt in den Kisten, aber... Ja, mal sehen, vielleicht sortiere ich das tatsächlich nochmal. Aber alles zu seiner Zeit, würde ich sagen. Nein! Ey, ich wusste, dass mir das genau das jetzt passieren wird. Ich hab's geahnt. Das kann doch nicht wahr sein. Kann man das wenigstens zurückcraften. Ey, und diese Scheißgeräusche, gell? Das geht mir so auf den Sack. Ich habe schon so viele Mobs getroffen in dem Modpack, die einfach nur übertreiben mit ihren Geräuschen. Ja. Angefangen bei diesen komischen Kisten, die 20 Mal in der Sekunde ihr Truhenöffnungsgeräusch machen. Absolut wahnsinnig. Ja, dann hier diese ganzen anderen Viecher. Ey, die sollen einfach mal sich beruhigen, wisst ihr so. Kann doch nicht sein. Ja, komm, ich mach das jetzt so. Die Pumpkin Seeds kommen irgendwo anders hin. Ich hoffe ja immer, dass ich eine Kiste erwische, wo die nicht schon mal drin sind, ne? Aber da muss man dann jedes Mal alle durchgucken. Ah. Ja, das wollte ich eigentlich da oben hinsetzen, weswegen ich die überhaupt gecraftet habe. Ja, super. Ich sollte vielleicht die mal einfach aus der Hand legen, wa? So. Und ich sollte vielleicht mal ins Bett gehen, um die Nacht zu überspringen. Ah, ich gucke erst mal, ob ich Diamanten habe oder so. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich habe noch nix, hä? Ah doch, warte, ich guck unten. Irgendwo muss ja mal was sein. Ah, hier. Genau, die brauche ich jetzt. Und zwar, so. Kann ich mal einen Zaubertisch machen. Je nachdem. Ich würde dann mal die Rüstung hier unten ablegen. Für später irgendwie. Dann hatte ich Leder und so schon einsortiert. Safe. Oder? Nee, noch nicht. Okay. Na, weiß ich jetzt nicht, wo ich das hinpacke. Ich glaube, ich tue erstmal diese Sachen hier hoch. Denn da weiß ich gerade nicht, wohin. Quarz hatte ich sogar schon, ein bisschen. Ja, muss ich halt später farmen oder so. Seared Bricks, genau. Die brauche ich aber gar nicht mehr, weil ich mir keine eigene Schmiede hier machen will.
Ja, Eisen sollte ich mitnehmen. Einfach mal so viel. Beziehungsweise, bevor ich losgehe, mache ich mir noch sowas. Und dann geht's nach oben. Irgendwo hier. Einfach nur, um Wassereimer mitzuhaben, ist ja immer wichtig. So, jetzt habe ich natürlich nur ein bisschen viel Plunder dabei, vor allem die Holzspitzhacke einfach. Aber naja. Wird schon irgendwie gehen und... Oh nein, ich höre schon wieder so eine Kiste, ey. Schnell weg. Kann ja nicht angehen. Lieber mal ein bisschen Kohle hier holen. Und ich hoffe schnell, dass ich eine Stelle finde mit Lava. Und so. Ich will mich jetzt ja auch nicht so lange aufhalten an irgendwelchen anderen Sachen. Ich sollte mal diese ganzen Teile hier wegreißen, ne? Die sind ja übelst nervig. Weil du dadurch nicht siehst, was in der Umgebung ist. Und vor allem kann ich da Holz holen, deswegen baue ich die einfach mal ab, ne? Hat Gronkh auch immer so gemacht, um sich besser orientieren zu können. Es ist einfach ein guter Weg. Vor allem, wenn man öfter eben an den gleichen Stellen vorbeikommt. Ich meine, sonst brauchst du es halt auch nicht, es sei denn, du hast unterirdisch kein Holz mehr. So. Okay. Was ist hier? Da ist, glaube ich, alles abgebrannt. Genau, das hatte ich schon damals so vorgefunden. Da bin ich, glaube ich, raus, oder? Kann das sein? Da hatte ich mich hochgesteckt, gell? Ja, krass. Baue ich mal wieder so hin, damit ich es nächstes Mal wieder erkenne. Hier ist schon mal Lava. Ja komm, die nehme ich mit, weißt du, bevor ich hier gleich mit leeren Händen rausgehe und gar nichts davon habe. Dann mache ich es lieber so. Ich hoffe mal, jetzt kommt nicht ein Zombie von hinten und ich kann mich nicht wehren, weil ich den noch abbauen muss hier. Okay. Was ist das für Erz? Xaurus, Galaxy Space, hä, wieso heißt das so? Also nicht Galaxy Space, die Mod, ne, das ist ja normal. Oh, Mann. Oh, nee. Ich dachte schon, das sind irgendwelche Special Items, weißt du, aber dann sind es wieder diese Ekelviecher. Mann, weg. Hör doch auf. Wahnsinn. Was kann man... Ach, Kobalt, hä? Wieso stand da hier Xaurus, weißt du, bei dem Block, den ich anvisiert habe, eben. Naja. Nicht weiter hinterfragen am besten. Da unten ist Lava. Sehr gut. Das braucht man. Und es ist auch immer gut, sich in eine dunkle Ecke zu stellen, ohne sich vorher umgeguckt zu haben, weißt du? Und da erstmal zu craften. Perfekt. Ah, hier war ich da auch schon oft, gell? Ich verwechsel das manchmal mit einem anderen Server, aber das war doch hier, wo ich schon mal vor einer ganzen Weile, also am Anfang eben, die ganze Zeit hier unten an dem See war. So, jetzt sind wir nach 20 Minuten gerade mal hier. Das ist eigentlich ein schlechter Wert, finde ich. Also ich hätte mir das früher erhofft. Aber naja, ging eben jetzt nicht anders. Man hat es ja gesehen.
So, ich hoffe mal, ich werde hier in Ruhe gelassen, dass ich nicht noch irgendwelche Angriffe zwischendurch habe. Na, gehen wir mal raus aus der Ansicht. Das sieht mir ja nun gar nichts mehr, weißt du, vom Sichtfeld her. So, noch zwei. Das sollte ja sich im Rahmen halten. So. Hey, wo ist der hin? Ach, da. Mann, Mann, Mann. Okay, dann können wir wieder zurück. Vielleicht. Ne, warte mal, hier gehe ich einfach lang. Ich hatte gedacht, naja, anderer Rückweg, maybe, aber. Lieber da, wo man hergekommen ist, in dem Fall. Vor allem könnte ich mal das Gold hier noch einsammeln. Warum hatte ich denn das hier liegen lassen? So. Ja, das lasse ich jetzt mal. Kann ich später noch erkunden. Man sieht ja, dass da noch dunkel ist. Wo kam ich denn jetzt her? Nee, hier kam ich von dort vorhin. Hä, aber. Warte mal, hier bin ich glaube runter, oder? Ach hier, guck mal, unsere Base. Da ist ja sogar noch Zeug drin. Ah, ist schon cool irgendwie hier der Mineshaft. Vor allem können wir hier nochmal runter, wenn wir irgendwas brauchen. Da ist ja echt noch genug Potenzial. Wo kann ich denn jetzt lang, ey? Soll ich mich wieder rausgraben? Ja, komm. Ich hab keinen Bock hier zu suchen. Auch wenn ich schon hier eine andere Stelle hatte, aber ist ja jetzt egal. Ich tue das mal raus, sonst nervt es echt. Da haben wir eben jetzt noch einen Spot, wo ich hochgegangen bin. Werden wir dann nächstes Mal wieder feststellen. Aber mal sehen, wenn ich überhaupt wieder darauf angewiesen bin, in die Höhle zu gehen. Okay, Höhe 44. Oh ja, genau, jetzt wechsle ich schon auf die Fackel, obwohl ich sie noch längst nicht brauche. Wobei, eigentlich brauche ich die auch gar nicht, gell? Jetzt muss ich wieder irgendwelche Erze hier mitnehmen, obwohl ich die gar nicht wollte. Aber ich lasse mir mal nicht entgehen. Ja, sorry, dass man jetzt nicht sieht. Ich feiere das ja immer nicht, wenn ich ein Video sehe, wo alles dunkel ist, aber. Es muss eben jetzt mal so irgendwie funktionieren. Hä? Ach so, jetzt war hier Undecided. Ich habe mich schon gewundert, warum sich kein Cobblestone mehr stackt. Gut, jetzt hier ist natürlich Erde und Gras in dem Fall. Na toll. Jetzt hinterlasse ich hier so ein Loch. Wobei ich das eigentlich auch mal ausschildern kann, ne? Kann er hier so Blöcke hochbauen. Ja moin. Wie nah an der Stadt. Zum Glück nicht nervig oder so. Na gut, nervig nicht, aber sieht dann nicht am schönsten aus, sag ich mal. So, dann will ich jetzt im Nether ja noch das Portal bauen bei 0-0. Ja, das wird ja noch ein Spaß. Hey, was habe ich denn jetzt vorgehabt? Ich sollte mir lieber mal einen Flintenstiel holen. Damit ich das gleich anzünden kann, ordentlich. Und vor allem sollte ich das Obsidian aus der Hand nehmen. Nicht, dass ich hier gleich wieder aus Versehen was setze, dann muss ich nochmal abbauen, weißt du? Jetzt wollte ich den wieder instinktiv wegräumen.
Was ist denn los? Das sollte ich lieber mal instinktiv raushauen. Und das... So, besser als nix, glaube ich. Sieht zwar nicht so schön aus, aber Hauptsache es geht. Ne, dass man einen Weg hat. So, was machen wir jetzt? Huch. Also ich will jetzt zu 0-0. Wo geht das hin? 9. Dahin. Ich grab mich da jetzt einfach lang. So, und zwar, wenn hier irgendwelche Lücken kommen, baue ich Brücken, ne? Ich bleib lieber hier bei meinem Gang, glaube ich, bevor ich jetzt hier in der Höhle mich verirre wieder. Manchmal muss man so konsequent bleiben, weißt du? Sonst wird das nix. Ich guck nochmal, ob ich hier einen Block liegen lassen habe. Bin so verrückt nach sowas. Was ist das eigentlich? Oh, ich habe schon befürchtet, dass das irgendwie explodiert. Gibt's ja auch manchmal so Blöcke, die einfach explodieren, obwohl das meistens in April-Scherz-Mods war. Aber man weiß ja nie. So, was streame ich eigentlich danach? Ah ja, Void 4. Da muss ich mich auch erstmal kurz wieder reinfinden. Vor allem muss ich den Server erstmal dazu starten. Ich hoffe, ich kriege das hin. Oder ich mache Top Attack. Also 2. Wobei eigentlich Void 4 wäre heute wichtig noch, denn ich glaube, der Server läuft morgen nicht mehr. Muss ich mir dann auch noch die Map saven? Und eigentlich auch noch einen Eterno-Server einrichten? Na super. Wenn das geht. Ich weiß gar nicht, gab es jetzt das Mod-Pack für Void? So, ich baue jetzt einfach mal ein Portal irgendwo hin. Ja, mach mal hier ein bisschen abseits, wisst ihr. So. Bisschen noch frei bauen hier, gell?
Ja, und hier können wir eigentlich erstmal zumachen. Brauchen wir gerade nicht. Mal sehen, ob wir die andere Fackel noch irgendwo einsetzen können. Und ja, dann schauen wir mal. Okay, ja, das scheint in dem Wald zu sein in der Nähe. Der mich ja auch ein bisschen an den Hexit-Spawn erinnert. Ich glaube, da war das doch auch so, gell? Aber nee, an den, von der richtigen Hexit-Map damals. Also Hero. Stimmt. Da sind die nämlich in dem Wald gespawnt, gespawnt und die Städte waren woanders eben. Oh, scheiße. Oh nein! Hilfe! Ey, so ein Müll. Nein! Warum ist überhaupt schon wieder Nacht? Ey, das regt mich auf. Die Viecher, ich habe keine Chance gegen die. Und ich habe keine Chance vor allem zu regenerieren. Das ist ja das Übelste. Mann. Ist doch nicht dein Ernst. Ich locke mich ja einfach aus und hoffe, dass morgen Tag ist, wenn ich mich einlogge. Ja. Aber jetzt bin ich ja im Spawn, wo ich hin wollte. Das reicht eigentlich für einen Stream, was wir schaffen wollten. Und schaffen wollte. Und ich schau mal, dass ich den Void-Server zum Laufen kriege, ne? Okay. Okay, ich erstmal. Na, ich stopp erst meinen Stream.